Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier den ersten Stock draufgesetzt. Ich glaube, ich sage immer zweiten Stock, aber ich meine den ersten Stock. Und zwar für unseren Riesenterminal, der hier langsam entstehen soll. Ist ja natürlich alles schon... Ups, jetzt habe ich die Planung aufgemacht. Ne, brauche ich nicht kann. Ist gut, ich habe genug gesehen. Ich vertraue euch. Also, halbwegs. Wir sind dabei, hier das neue System aufzubauen, was natürlich eine Schweinegeldinvestition ist. Deswegen muss es auch am Ende funktionieren. Technifisch entdeckt und das Flugzeug als fluguntauglich. Eieieiei. So, wir planen jetzt hier mal das erste Fluggerät. Bin mal gespannt, was da passiert. Welches Flugzeug wurde jetzt als fluguntauglich angesehen? Bitte einmal kurz informieren. Das ist der OK-137. Na, ist er doch. Ich glaube, du darfst nicht mehr starten. Warum betankt man ein Flugzeug, was einen Schaden hat? Ich weiß nicht, was der Plan ist. Ihr wisst schon, was ihr tut. Die neuen Terminal und Parkplätze kommen dann alle nach da hinten. Da gibt es dann hier ein Rollfeld drüber. Das Rollfeld allgemein wird wahrscheinlich nochmal dann verändert. Aber dafür brauchen wir Platz. Allgemein, das Spiel hat relativ wenig Platz. Wenn wir aber alles freigekauft haben, werde ich mit einem kleinen Trick uns ein bisschen mehr Platz verschaffen. Dann können wir den ganzen Flughafen noch ein bisschen vergrößern und verbessern. Aber jetzt erstmal will ich sehen, wie das hier funktioniert. Baut, meine Minions! Baut! Weil wie gesagt, das ist alles nicht gedacht für den ersten Stock. Das Ding wird für den zweiten Stock fertig gemacht. Gut. Erstmal wird es deaktiviert noch. Dann hätte ich gerne die Infos Fluggastbrücke umwandeln. Schauen. In Asphalt hätte ich das keine. Wenn ich jetzt eins hochgehe, ist hier der Brückenzugang. So wollen wir das. Genau so. Jetzt haben die natürlich hier Löcher hinterlassen. Ach. Glaube ich, Schlümpfe sind das schon wieder. Bis ich halt das Ganze auch hier verarbeitet kriege, ne? Das dauert Ewigkeiten. Wo soll ich denn jetzt 500.000 hernehmen? So. Wir werden jetzt erstmal noch schnell im Planungsmodus. Einfach damit es schon mal fertig geplant ist. Und ich weiß, wie es hier weitergehen soll in Zukunft. Ich habe das Ding gleich 5 breit gemacht, ne? Ja, 5 breit. Wir haben den Mittelstreifen und 2 daneben. So. Hier noch kein Mittelstreifen gebaut, aber ungefähr so sollte es dann werden. Fürs Erste sollte man sich das so merken können. So. Dann kann das nicht gebaut werden in Zukunft. So. Ist hier dicht. Das Problem ist, du tust ja so ein Security Breach und den ganzen Scheiß machen. Oh, großer Tower ist da. Oh. Alter, Alter. Ja, der ist groß. Der hat schon was. Hoi, 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 hoi. So. Machen wir noch im F&E Projects. Bitte hier mal. Ach ja, dich kann ich ja alle. Ich kann nicht alle abheuern. Vater, ich habe jetzt genug für beide. Wenn ich 13 habe, kann ich jedem 6 schon mal geben und dem einen gebe ich 7. Dann sind alle gut aufgehoben und wir machen gleich die restlichen Dinger fertig, weil jetzt gibt es dann nichts mehr. Wir haben alle FE und Aufarbeiten vorab geschlossen, wie es ausschaut. Perfekt. Zwar vom Terminal, aber hey. Warum nicht? Wenn ich jetzt sage, ich will all das, was hier geplant ist, abschließen. Nicht genug Geld. Finde ich toll. Ich habe kein Geld. Super. Oh, scheiße. Weil ich bin ja noch nicht mal hier fertig, dass man irgendwie da rauskommen müsste. Rein theoretisch fürs Erste muss sogar Planungsmodus
müssen die Leute aus der Sicherheitszone raus, bevor sie ihr Gepäck kriegen. Bedeutet, wir müssten... Kann ich auf Wänden platziert werden? Super. Ich muss erstmal da ein Loch einreißen, damit da... Oh. Wisst ihr was? Ich mache jetzt die bescheuertste, kritischste Sache überhaupt. Wir nehmen... Kredit auf. Bitte gib mir einen guten. 1,8 Millionen. Ich muss stündliche Kosten von 6.000. Wie sollten das zurückzahlen? Der von 600.000 ist natürlich auch nicht schlecht. Aber damit kriege ich den Flughafen und die Landefläche nicht hin. Das ist das Problem. Aber der, oh, schau mal, wieder runtergegangen. Stündliche Kosten direkt annehmen. Okay. Okay, jetzt halt mal kurz slow hier. Als erstes brauche ich einen, das sind wahrscheinlich 4 Spots, glaube ich, ne? Wenn ich jetzt hier gucke. Das sind 4 Spots, genau. Ich bräuchte mal bitte hier einen 4er-Spot frei fürs Erste. Dann... Ich muss jetzt überlegen, von wo die Leute runterkommen. Ich hätte gerne, dass hier eine Treppe raufgeht. So. Dann wird hier die Rolltreppe sein. Und in der Mitte kommt der Aufzug hin. So. Dann haben wir das schon mal. Das Blöde ist, ich muss die Landebahn kurz abreißen. Kann ich den Flughafen für einen Tag schließen? Geht das? Flughafen geöffnet, Flughafen geschlossen. Ich tue mal kurz den Flughafen vorspielen, weil es werden wahrscheinlich die letzten Sachen passieren und dann wird der Flughafen geschlossen. Wir müssen die neue Landebahn bauen. Ich kann auch nichts für. Wir müssen erstmal alle abfliegen. Das wird jetzt nicht mehr richtig teuer angelegt. Holy shit. Dann hätte ich gerne das vom Planungsmodus. Kriege ich das hin? Planungsmodus bauen. Gut, wenn das gemacht ist, ist alles gut. Dann muss... Sicherheit, Ausgang. Einfach fürs Erste, weil ja da der Durchgang ist. Baut, meine Minions. Alter, das ist so übertrieben. Was mache ich hier? Alter, wenn ich das nicht zurückzahlen kann, habe ich ein Riesenproblem, ne? Flughafen ist geschlossen. Kann ich jetzt diese blöde Landebahn abreißen? Ich will die abreißen. Ah, muss ich die dafür erst ausschalten wahrscheinlich, oder? Wie reiße ich eine Landebahn ab? Ah. Ich hätte den Button drücken sollen. Ups. Ich muss mal kurz euch auch abreißen. Das muss auch alles weg. Und am besten auch all das hier. Holy shit. Die Sicherheitskontrolle ist außer Betrieb. Ah, die Treppe habe ich richtig dumm platziert, richtig? Ah nee, stimmt, da oben ist sie offen. Hier oben kommt aber auch bitte eine Wand rein. Ich will, dass das hier einigermaßen ausschaut. Und du hast niemals hinter sowas offen. Und wenn ich das zu einem dicken Wandteil machen will, ich will, dass das ordentlich ausschaut. So. Genauso wie wir das jetzt hier machen. Das wird schön umrundet jetzt. Zack. Das sind so Kleinigkeiten, weißt du schon, die eigentlich nur für dumme Penible ist. Und genauso einer bin ich zwischendurch. Ah, ich hasse es. Wie viel habe ich? 1,1 Millionen noch. Okay. Ja, das geht ganz schnell weg jetzt. Das geht jetzt ganz, ganz schnell weg. So. Ich brauche eine neue Startbahn. Bitte. Nein, wo ist sie denn? Da ist sie.
Struktur ungültig. Warum ist da ungültig? Weil da noch Sachen stehen, ihr Idioten. Mach das weg. Ich glaube, es war nicht PA-Licht oder sowas. Baumarbeiter, was macht ihr? Ah, die bauen noch das ganze Security-System. Scheiß Zeugs und so Zeugs. Gleichzeitig würde ich denen gerne noch sagen, damit sich's lohnt, müssen wir natürlich mehr Flugzeuge bauen, ne? Mehr Flughäfen auch errichten, so. Ich habe nur noch 100.000 danach und ich zahle Schweine wie Geld. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wie, ob ich das alles gezahlt kriege. Ich brauche gleich nur einen zweiten Kredit. Ich werde so pleite gehen. Ich werde so pleite gehen. Ich sag's euch. Ich habe hier noch nicht mal eine Toilette drin. Oh, scheiße. So, so zur Info, du bist erstmal außer Betrieb und außerdem brauchst du noch eine Brücke. Genauso bist du fürs Erste außer Betrieb und du brauchst auch eine Brücke. Gut, drei mit Brücken und drei, die in die Wand ein Loch geschlagen haben. Ich liebe es. So. Ja, ihr kriegt dann noch Dinger dazu, die müssen aber halt oben verbaut werden. Don't say I get the big one. 1 Million. Ich krieg die hier rein. Nicht genug Geld, das ist klar, aber holy shit, ist das Ding riesig. Sicherheitsbeamte, ich brauch 22. Was habe ich getan? Oh shit, ich habe fast keine 500.000 mehr. Nicht gut. Ich weiß nicht, wie ich die Terminals bereiten soll. Okay, das muss ich mir nachher mal durchlesen. Problem, ich habe gleich keine Kohle mehr und ich brauche noch mehr Kredite. Gib her den Kredit. Ich werde so Schweinegeld verlieren. Kredit annehmen, Kredit annehmen. Ich habe richtig Probleme. Ich sag's euch. Oh, ich habe wieder 1,2 Millionen. Scheiße. Ich sehe jetzt schon, dass das schief läuft. So, okay. Ich will, dass ihr in die Richtung landet. So. Gut. Dann brauchen wir natürlich noch die Abfahrten. Und jetzt brauche ich natürlich mittelgroße. In welche Richtung heben wir denn ab und in welche Richtung landen wir? Wir gehen so runter. Bedeutet, da brauchen wir am Ende die Abfahrt. Ich würde irgendwie sagen, dass wir die hier so platzieren. Und dann... Ich habe echt keinen Plan, wie das... Ich bin grad lost. Dann kommt hier die Einfahrt rein. Gut. Dann hinten brauche ich natürlich für beide eine Auffahrt. Straight, left, right. Straight. Sind dann. Okay, warte mal, ich will jetzt erstmal ein bisschen planen. So. Bauen die noch oder habe ich auf Pause geschaltet? Gut. Genau, dann teilen die sich hier auf.
Aber um ein bisschen Differenzierung zu machen, hätte ich gerne, dass wir das... So. Obwohl, dann brauche ich vielleicht eins mehr wieder. Flughafen. Gut. Schaut, dass ihr so schnell wie möglich den Flughafen wieder eröffnet kriegt. Jetzt können wir gleich nochmal in den zweiten Stock schauen. Hier brauchen wir natürlich wieder Check-In-Schalter. Wo war denn das jetzt schon wieder? War das hier? Nee, das war ein Infoschalter. So ein Ticketautomaten. Ich will immer, dass der oberste Pfeil da durchgeht. Genau. Und ich habe es auf die Linie platziert. Gut. Weil, wie gesagt, es braucht natürlich auch eine gewisse Struktur. Und dazu gehört, das ordentlich zu designen und zu planen. Ah ja, jeder von denen kriegt noch eine Tür natürlich, weil du musst ja... Irgendwie muss das Personal ja da reinkommen. So. Ah genau, ich muss noch die... den unterirdischen Anschluss machen. Das ist eine internationale Zone. Legt eine internationale Zone im Terminal fest, zu der nur Passagiere mit einem internationalen Ziel Zugang haben. Alter. Ich bin jetzt schon mit den Zonen überfordert. Was soll ich mit einer internationalen Zone noch? Ah. Uncool. So, links. Rum. Wir fahren hier straight nach vorne bis zum Ende des Terminals. Nach oben. Und wir müssen hier jetzt lang, damit wir hier durch können. So. Eieieiei. Könnt ihr den Flugplatz fertig bauen? Ich habe nur noch 400.000 und ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, ungut. Ungut. Ich weiß nicht, ob ich gerade noch mehr Mitarbeiter... Ich brauche einen Baumeister, ne? Ich brauche mehr Baumeister. Betrieb, Bauarbeiter, maximal bereitstellen, bitte. Schickste rein, alle. Alle. Junge, schickste alle. Ich brauche alle Mitarbeiter. Ich brauche so viel Kohle. Ich sag's jetzt schon. Ich brauche so viel Kohle. Ich würde am liebsten sagen, hey, lass uns die zwei auch noch gleich bauen. Dann haben wir nämlich 5 Plätze. Aber das System ist ja noch nicht mal fertig. Ich brauch noch... Ah ja, ich muss ja währenddessen noch Personal einstellen. So, Wartungskosten reduzieren. Gehaltreduktion. Also ich hätte gern auf jeden Fall mal hier das Gehalt reduzieren. Steigerung der Passagierzufriedenheit. Warum kann ich hier nichts bauen? Ah, ich habe so viel reingesetzt mittlerweile schon. So, 2 hier rein. Verwaltung. Habe ich noch. Hä? Wo sind die Verwaltungsmitarbeiter, die ich da reingesetzt habe? Das waren 16. Airline-Beziehungen, Lieferanten. Ich hätte gern steigende Passagierzufriedenheit mit der Produktivitätssteigerung. Vielleicht bringt sich das ein bisschen was, um alles abzufedern, was wir gerade tun.
Sie haben noch nie mal den Flughafen gebaut, die Landebahn gebaut. Ich brauche die aber. Aber lustigerweise scheint es langsam, dass ein paar Plätze weniger. Schaut mal, die ersten Pakete verschwinden. Ich glaub's ja kaum. Die ersten Pakete verschwinden. Guck mal, der Platz wird leer. Der wird leer. Also wirklich leer, leer. Also wenn das jetzt nichts bringt, dann habe ich echt ein Problem. So, was ich jetzt noch bauen will, währenddessen, was jetzt hier eine kleinere Sache ist, also keine Sorge, ich tue jetzt nicht noch weitere 3 Millionen investieren. Ich will hier einen Fußweg bauen. Und ich muss jetzt gucken, weil ich würde gerne die Bushaltestelle bauen. Oder Bushaltestellen in dem Fall. Oh, ich habe das ganz vorne gebaut, ich bin schon ein Idiot. Ganz hinten kann ich das machen, aber ganz vorne nicht. Oh. Idiotas! Der Plan ist sozusagen hier, dass noch mehr Busse kommen können. Wir dadurch natürlich auch die Menge an Mitarbeitern anpassen können. Deswegen brauchen wir jetzt die ganzen Plätze hier. So. Okay, hier arbeiten die ersten am Infotainment-System. Landebahn ist ready, dann wird die schon mal gestartet. Kleine und mittlere Flugzeuge werden hier zugelassen. Dann öffnen wir den Flughafen wieder, um ein bisschen einen Puffer aufzubauen. Betrieb, Flughafen starten. Ja, schau mal, das ist ein flüssiger Abgang gewesen. Schau, wie schön. Schau, wie schön. Ach, super. Und schon wird wieder ein bisschen Geld gemacht. Das puffert so ein bisschen das Ganze ab. Jetzt gehen die Arbeiter aber ab wie am Schnitzel, ne, du? Also ich muss euch noch zuweisen, ne? Ne, ihr seid schon zugewiesen, oder? Verbindung zur Parkposition. Beispiel, wir können diesen Boarding-Schalter nicht nutzen, da die Parkposition deaktiviert ist. Ah, okay. Ja, ich muss die vielleicht erstmal aktivieren. Gepäckverladestation nicht verbunden. Ja, warte, das kriegen wir auch hin. Ihr habt immer noch dieselbe Gepäckverladestation wie alle anderen auch. Aktuell finde ich es noch nicht zu voll. Zu viele Parkplätze. Warum? Können die nicht ohne leben? Ich tue zwei abbinden. Ich tue die zwei hinteren jetzt ohne Parkposition machen. Mir scheißegal, die werden jetzt abgebunden. Okay, also ich muss warten, bis das Flugzeug weg ist, damit ich das machen kann. Heilige Witze. Das werden wir in Zukunft eh abändern, aber jetzt halt aktuell. Was heißt denn das jetzt? Also ich muss die noch drehen, ne? So. Dann geht es natürlich viel einfacher zu benutzen, das ganze Ding hier.
brauche noch Mitarbeiter dabei. Oh, scheiße, ich bin weit rein. Ich habe, glaube ich, gerade richtig verkackt. Und ich brauche noch Sicherheitsmitarbeiter. Ich glaube, ich hack's nicht. Ich pack's nicht mehr, ey. Was habe ich getan? Ich wollte unbedingt das jetzt bauen, ne? Ich habe jetzt auch keine Geduld gehabt, irgendwie anstellen. Ich brauche so viel Sicherheitsmitarbeiter, ne? Ich kann auch jetzt keine einfach beschissenen Mitarbeiter einstellen, weil was wäre denn das für ein Meeting? Ich muss halt hier schon irgendwie... Kann ich irgendwie Geld machen? Ich muss leider die Nutzungsgebühren ein bisschen erhöhen. Alter, ich schulde denen insgesamt noch fast 2 Millionen. Ich habe gleich kein Geld mehr und ich weiß nicht, wie ich... Ach, guck mal, der ist jetzt voll besetzt, da schauen. Kommt jetzt ein Flug an? Ich sehe gerade ein Problem. Die Start- und Landebahn. Holy shit! Okay. Das ist ein Game Changer, wenn die Flugzeuge mal von der Startbahn kommen würden. Aha! Ich habe ein Stau erzeugt. Scheiße. Ja, das Flugzeug kann abbiegen. Gut, schön. Gehen wir auf den Platz. Das ist dein Platz? Ich muss die deaktivieren irgendwie. Ich muss die irgendwie mal. So, schau mal. Ich kann dich doch bestimmt hier Flugplatz freigeben. Wie, die ist schon wieder besetzt. Reinigung? Finde ich cool. Ich habe 100.000 Minus. Gibt es da ein Ende auf? Alter, das Geld geht ins... Alter, scheiße. Also angeblich sollen da ganz viele Leute kommen. Ich habe jetzt da eingecheckt, um... Oh. Aber okay, ja, wir bräuchten dann... Wie soll ich mir denn eine Treppe leisten, wenn ich nichts kaufen kann? Das Einzige, was ich machen könnte, temporär. Hier ein Loch reinschlagen. Hier ein Loch reinschlagen. Und das dazwischen zur Sicherheitszone erklären. Ah, ich könnte mal ein paar Bauarbeiter wieder lassen, ne? Ich brauche die ganze Armee ja nicht mehr. Max, dann gehen wir runter. Entlassen, so. Und sollte das kein Problem mehr sein, ihr kommt jetzt da durch. Ihr müsst nur hoch. Oh, warte mal. Nee, hab ich richtig gemacht. Gut. Dann laufen die da runter. Perfekt. So.
Alles gut. Irgendwas passt hier nicht. Irgendwas ist hier ganz, ganz komisch gerade. Also habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Zufriedenheit ist gerade bei 3%. Irgendwas passt hier nicht. Gepäckverbindung, dann können wir es wieder öffnen. Gut. Dann kann ich nicht denen hier die Verbindung zuweisen. Du bist ja noch im Einsatz. Irgendwas passt hier nicht. Die fahren alle wieder rein. Hier ist irgendein Fehler. Ah ja, es gibt keine Straße. Nein. Ich habe kein Geld und keine Straße gebaut zu dem Scheißfahrzeug. Kann ich da wenigstens schnell eine Scheiße? Ich habe kein Geld dafür, Scheiße. Okay, Leute. Ja, ich muss mir immer irgendwie überlegen noch, wie wir das jetzt hinkriegen. Wir müssen das Flugzeug jetzt leider aborten. Und erstmal den Flughafenbereich hier nochmal schließen. Weil ich es leider komplett verkackt habe. Ey, ich hab vergessen, eine blöde Straße zu bauen. Bin ich denn komplett Jex? Deswegen sind die da im Kreis gefahren. Die wollten alle zu dem Ding. Was hier ist los? Das hat keinen Einsatzort nicht. Kann seinen Einsatzort nicht erreichen. Okay, Leute, ich lasse mir zunächst mal was überlegen, dass wir wenigstens hier weiterspielen können. Ja, vielleicht tue ich dir dann einen Art Kredit uns geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.